Das machen wir jetzt. Was wollt ihr denn machen? Ich also, weiß nicht. Aha, warte mal, wir wissen noch, wie die Bankräuber das waren, das die OGs. Wollen wir die OGs mal ein bisschen kontrollieren? Können wir gerne machen. Welche Bankräuber? Ja, vorhin wird doch ein Bank ausgeraubt mit drei Personen. Irgendeiner hat 428.691 Schwarzgeld geklaut. Oh, okay. Ja, ja, ja. Mhm. Oh. Das war Sergen Lopez. Wo wohnen die OG? Observatorium oben. Aha. War ich markiert. Einmal bitte stehen bleiben. Danke. Einmal bitte rechts auf die Beifahrerseite. Ein bisschen schneller, ja, wir haben nicht so viel Zeit. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Frage ist, wie können Sie mir helfen? Ja, gute Frage. Was haben Sie gerade falsch gemacht beim Autofahren? Ja. Gute Frage. Ich würde jetzt sagen, gar nichts. Ja, das ist immer das von den Leuten, die denken, sie machen alles richtig. Leider habe ich sie gerade dabei erwischt, wie sie in der Nase gebohrt haben beim Autofahren. Das heißt, sie haben einen nur mit einer Hand gefahren. Und ich würde sie gerne einmal kontrollieren, ist das okay? Mich kontrollieren? Wofür? Wenn ich falsch fahre? Nein, ich möchte wissen, was sie in ihrer Nase gefunden haben. Ja, das kann ich Ihnen zeigen, hier, da. Sehen Sie das? Das ist widerlich. Ich möchte sie gerne kontrollieren. Sie können mich aber nicht kontrollieren. Deswegen frage ich sie, darf ich? Nee, dürfen Sie nicht. Na, ist schade. Okay, gut, wie heißen Sie? Mein Name ist Frank. Frank. Okay. Zu wem gehören Sie? Ich gehöre zu niemandem. Ein einfacher Bürger, wie Sie auch. Aha. Also auf der Weste steht GmbH. Und ich kenne die von Dortmund. Durchaus möglich, aber ich habe die Weste einfach im Kleiderschrank gefunden. Ah, ja, die sind ja scheiße, die GmbH, oder? Ich kenne die nicht. Tut mir leid. Dann sagen Sie mit mir. Bei drei sagen wir GmbH ist scheiße. Eins, zwei, drei. Nee. GmbH ist scheiße. Klappt so nicht. Okay, schade. Okay, gut. Wir haben sowieso heute Abend eine Razzia vorbei GmbH. Grüß dich von mir und ich küsse dein Herz. Pass auf dich auf und zieh diesen Müll aus, weil GmbH stinkt nach Scheiß. Wenn ich mal jemanden treffe von der GmbH, von der Sie sprechen, dann sage ich Ihnen das. Geben Sie mir auch Ihren Namen durch, dann sage ich, von wem das kam. Duanga Kalinga Fufuna Onana Osses. Erzfeind der GmbH. Ich habe mich einmal auf einen raufgesetzt von der GmbH. Sein Name war Marcel Eris. Ich habe mich auf seinen Kopf gesetzt und er hat die ganze Zeit so geredet. Und dann habe ich so. Und er so. Und ich so. So. Ja, okay. Alles klar, Sie dürfen weiterfahren. Ich grüße der Herz. Alles klar, dann Ihnen auch einen schönen Tag, ja? Gleichfalls. So. Sieht das schlau aus, wenn ich den Block in der Hand habe, obwohl ich nicht schreiben kann? Definitiv. Aber ich kann malen. Sein Finger war zu tief in der Nase. Ja, ja, definitiv. Der hat 100% Gold gesucht. Hä, was ist da los? Da ist irgendein Gebiet. Gang War. Scheiße. Was machen wir jetzt mit den OGs? Wie gehen wir da voran? Reinstürmen, Lagerlehrräume wieder raus. Man merkt auf jeden Fall, dass du die Frau von Enzo bist. Der hat einmal mit einer Kugel 19 Leute getötet. Echt? Ja, ich habe alles gesehen. Oh, du hast angefunkt? Ich? Natürlich, einen Moment. Duanga Kalinga, Fufuna und einer aus das im Funk, ja? Was, Sie müssen mir einmal bitte meinen Dienstwagen zurückbekommen, ansonsten muss ich gleich einiges an Strafe zahlen. Welchen Dienstwagen? Diesen Jeep? Ja, das ist meiner. Ah, den habe ich dir oben in Palito geparkt. Ja, ich brauche den wieder. Okay, ich hole ihn ab, ja? Ja, passt. Gib mir ein bisschen Zeit, ich sag dir Bescheid. Ja. Okay, ich grüße dein Herz, meine Schuss. Hey, der hat eine Waffe. Aha! So, wir sind hier gerade Frau Baker, Herr Spendes und Duanga Kalinga Fufuna Onana Osses. Was planen wir hier? Ach scheiße, ich habe gefunkt und ich bin nicht mehr am Funk. Duanga Kalinga Fufuna Onana Osses im Funk. Wir sind gerade bei den OGs am Anwesen, haben gerade ein OG mit einer Pistole gesichtet. Wir fahren jetzt raus, ich fahr raus. Gehen weg von den OGs. Einmal bitte rechts ranfahren. Einmal rechts ranfahren bitte. Hallo, Kollege. Ich weiß nicht, wo der rechts und links ist. Einmal bitte auf den Bürgersteig. Was ist los? Auf den Bürgersteig. Ja. So. Maske bitte runter. Ja, natürlich. Wie ist Ihr Name? Danilka. Ah, schmeckt lecker so, ja? Ja. Gut, dann würde ich gerne bitte einmal, dass Sie mir die Pistole geben, die wir gerade bei Ihnen gesehen haben. Ich habe keine Pistole. Dürfen wir sie durchsuchen? Natürlich. Okay, einmal umdrehen. Geil, Digga, hat er die weggelegt. So, kleinen Moment. Meine Hände sind ein bisschen kalt. Aha, aha, aha. Keine Pistole. Ich glaube, da haben wir uns versehen. Ja. Ja, dann tut es mir leid und ich wünsche Ihnen schöne Weiterfahrt, ja? Alles gut, schönen Tag noch, ciao, ciao. Tschüss. Der schlaue Arschloch. Warte mal, was haben die im Funk gerade gesagt? Was für Chief-Ebene? Von den OGs fernhalten. Aber warum? Was passiert? Kann ich dir nicht sagen. Herr Carillo! Duanga, ja, ich höre. Warum sollen wir uns von den OGs fernhalten? Weil wir jetzt da oben nichts direkt zu suchen haben. Das wurde abgesprochen mit dem FIB. Bitte kommen Sie da weg. Okay, dann fahre ich jetzt zu einer anderen Familie auf Grundstück. Ist das okay? Nein, ich fahre auf gar kein Grundstück.
Schwager. Okay, aber wir haben noch einen Haftbefehl gegen Serben Lopez. Serben Lopez hat keinen Haftbefehl. Bitte kommen Sie da weg. Wir sind schon lange da weg, aber warte mal, der hat doch die Bank ausgeraubt, oder nicht? Doanga, du musst bei Merrick fragen wegen Haftbefehl. Ach so, es ist eine Fahndung aber gegen Serben Lopez, richtig? Nee, die Fahndung musst du auch beim DOJ nachfragen. Wie meinst du das? Das machen wir doch, oder nicht? Ja, aber wir können fahren, wir können nach ihm suchen, aber wir können dann ihn nicht festnehmen, weil Haftbefehl stellt DOJ aus. Okay, wir fahren zum DOJ. Okay, DOJ. So, mal gucken, ob wir das durchbekommen. Ich verstehe nicht, wenn Serge Lopez die Bank ausgeraubt hat, warum die keinen Haftbefehl haben. Frost hat immer Angst, oder? Ja, ja. Ich liebe dieses Auto. Du musst ins SWAT kommen. Da kannst du die ganze Zeit fahren. Bist du auch ins SWAT? Ja, natürlich. Natürlich, wie dieses 1 gegen 3 lässt man natürlich bist du SWAT. Maverick! Scheiße, wo sollen wir jetzt wissen, in welchem Loch der ist? Viererfunk, geh in den Viererfunk und frag nach Maverick. Maverick and Duanga Klinga Fufuna und Nano SS, hallo? Maverick, hallo, Maverick. Hallo, können Sie mich hören, Maverick, hallo? 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 Ich kann nicht mehr. Haben Sie keinen Funk, Maverick? Fang. Oh, Jungs, ich glaube, er sagt, er wird von den OGs umgeschossen. Lass uns schnell zu den OGs fahren und die schießen. Wirklich? Ja, er hat gesagt, OGs, schießt mich nieder. Hey, Maverick, wir holen Sie da raus. Wir schießen jetzt alle OGs nieder, okay? Okay, kommt, Jungs. Zu den OGs, sofort. Herr Maverick, alles gut. Wir holen Sie jetzt da raus. Wir schießen jetzt jeden OG nieder. Ich bin auf dem Meer. Er sagte, da kommen noch mehr OGs. Oh nein. Schaffen wir es zu dritt? Oh nein. Ja, yeah, schaffen wir es zu dritt. Wir holen noch ein paar andere Leute. Den nehmen wir auch. Officer, kommt mit. Wir fahren zu den OGs. Die haben Maverick entführt. Was ist das? Zeig mal deine Fahrkünste. Ah, okay. Was ist mit Abkürzung? Hier spricht das LSPD. Bitte fahren Sie mal rechts ran. Ja. Bin da drunter? Duanga, was ist mit den TV? Hinterher! Baker, wissen wir was von denen? Von wem? Von den TV? Ich habe keine Ahnung, wir rennen hinterher. Ich weiß nicht, okay, wir haben ihn auch von ihm verfolgt. Wir wissen leider nicht mehr über ihn. Ja, er hat sich gemault. Ja, das passiert, wenn man sich... Aua! Entschuldigung. So! Hab ihn! Sehr gut, Herbert Duanga. Das war sehr, sehr gut. Duanga, du wirst gerade angefunkt von der 03. Oh. Ja, bitte, was ist 03? Hörst du mir jetzt gut zu? Ja? Die OGs haben Maverick nicht als Geisel genommen. Du reitest bei denen nicht alleine ein. Du kommst weg von den OGs. Ich sag's das letzte Mal, Duanga. Maverick hat mich gerade angefunkt und gesagt, die OGs haben mich und jetzt kommen noch mehr OGs. Maverick hat gerade bei uns angerufen, der liegt auf. Der hat seinen Arsch auf eine Yacht geparkt und sonst nicht dort. Ah, deswegen. Aber das schafft er noch, dich anzurufen, damit keiner bei den OGs reingeht. Maverick. Der ruft gerade uns an. Ich hab dich schon bei den OGs drin gesehen. Ich sag's dir ehrlich. Ich bin ganz woanders, Kollege. Ja, du gehst aber nicht zu den OGs rein. Maverick hat angerufen und meinte, du willst da jetzt reingehen und Maverick befreien. Können wir ein bisschen weniger im Funk sprechen, bitte? Alles klar. Baker, ich bin nur auf Streifen mit deiner Frau, okay? Nur, dass du Bescheid weißt. Bitte, Enzo, lass mich in Ruhe. Andy, fürs PD bitte kommen. Also, wie gesagt, wir fahren jetzt alle zum OGs und schießen die tot, weil wir müssen Maverick befreien. Ich bin raus aus dem Funk, ich geh zum Maverick. Hey, sei doch mal leise! PD bitte kommen. Man, sorry, Wer verdammt nochmal ist das? Ich weiß es nicht. Wir können hier mal kurz durchsuchen, ob er seinen Ausweis irgendwo bei sich hat, oder? Moment, ich werde erstmal das Auto einmal abchecken. Natürlich. Guck doch, was er. Das war so. Das ist einfach, das Auto ist auf einen Gustavo Mahone zugelassen. Ich habe ihn gerade ein bisschen durchsucht, Duanga. Ja? Das ist der Gustavo. Er stirbt gleich. Mahone, ich kenne den nicht! Mahone, Ali, du hast den Medic dazugefunkt, oder? Ja, ich hab ihn zum PD. Zum PD, okay, gut. Nein, ja, mitnehmen. Oh, ich brauch einen Mediziner, ich brauch einen Arzt, einen professionellen Arzt. Ja, wir werden Sie gleich zum PD. Ja, mit Sicherheit brauchen Sie einen professionellen Arzt. Ja, kein Mediziner, kein Rettungssanitäter. Okay, die kümmern sich drum. Wir haben gute Arbeit geleistet. Baker und Mendes, wir fahren wieder los. Warte, ich muss hier kurz einstellen. Gute Arbeit geleistet. Ihr habt mich fast getötet.
Nieder mit euch! Ja. Nieder mit euch! Suchst du was? Ja, ich hab gefunden. Was mit Enzo? Der kommt gleich. Okay. Maverick, wir stehen jetzt genau vor die OG-Anwesen. Geben Sie uns nur einen Husten, dann stürmen wir rein. Luanga, Sie stürmen gar nichts. War das ein Ja? Er hat gehustet! Rein! Alle rein! Luanga, das... Wohin denn, Luanga? Oh, scheiße! Frau Becker liegt! Wie? 1199, wir brauchen sofort Unterstützung an alle! Maverick, wir holen Sie! Der Per Becker liegt. Luanga, hol mich ab! Ich kann nicht, ich bin gerade hier bei OGs! Ich auch, ich schieß gerade auf die und die auf mich. Ja, ich weiß! Hinter uns ist 03. Ups. Hallo 03. Wie bitte? Luanga, bleibst du hier? Natürlich. Wir sind nur auf Streife. Nee, ich will dich nicht mitnehmen. Fahr weg. Ja, gut. Du nimmst Luanga. Ja, ich dreh nur. Machst du nichts, was du nicht berühren könntest. Luanga! Einmal einsteigen, bitte. Oh. Steigen Sie bitte ein jetzt. Oh, warum kannst du auch? Wollen Sie einsteigen? Oh, Entschuldigung. Steigen Sie ein, bitte. Luanga, du hast nichts. Das Einzige, was du noch fährst, ist ein Fahrrad. Wo fahren wir hin jetzt? Ja, 03 hier. Festhalten! Bitte was? Ich fahre mit Luanga in meinen, also ich fliege eher mit Luanga in meinem Jeep. Casino-Höhe. So ein Highway Richtung Stadt runter. Ja, alles gut. Noch ist alles gut. Achtung! Sie bleiben bitte sofort stehen! Sie halten hier rechts an und halten die Schnauzen! Ja, es ist alles gut! Gut, Eis? Was soll denn die Scheiße? So, einmal bitte da vorne an die Wand stellen. Gehen Sie bitte in die Mitte von der Straße. Wir haben die Straße gesperrt, hier kommt kein Auto lang. Bitte in die Mitte von der Straße stellen. In die Mitte von der Straße stellen, bitte. Bisschen weiter. Noch ein Stück. Bisschen noch. Noch fünf Schritte. Ja, bisschen noch. Keine Angst, da kann kein Auto kommen. Weiter. Noch ein Stück. Ja, bleiben Sie bitte genauso. Stopp! So stehen bleiben. Kleinen Moment jetzt bitte. Hallo. Eine ich hab hier gerade einen, der wurde so ehrenlos weggemäht. Ich glaube nicht, dass er dem noch was reparierbar ist. Oh mein ja, Gott, Digga! Ich kann Duanga treffen, aber Duanga hat gerade zu tun mit mir. Ich glaube, das war doch nicht alle. Warum geht er auf die Straße? Duanga. Guck mal, seine Blut, schau mit der Chat! Ja. Yeah. Fahr schnell. Ist spät. Geht's Ihnen gut? Ich hol ihn weg. Ich bin schade, dass Lightcoin jetzt beim PD ist. Hallo? Wer ist da im Auto? Luanga. Ich habe ihm gesagt, er soll sich an die Wand stellen. Warum? Erklär mir einfach warum. Ich weiß es nicht, warum er das getan hat. Ja. Ja, machst du die Straße vorne zu Medic und bin zu alt dafür. Ja? Komm mit. Okay. So, kommst du hier. Verboten, dass wir die Maske nicht tragen dürfen im PD. Aber auf Streife dürfen die Azoten dürfen die Maske tragen. Ja, es wird uns erlaubt. Ja, aber... Ne, klar. Ja, was denn... Ja, aber hast du denn die Logik von dem Spot überhaupt verstanden dann? Wir müssen ja irgendwie... Ja. Mhm. Was passiert? Ich weiß nicht, der ist einfach auf Straße gelaufen. Oh, ja, stimmt. Süß. Was, ist über die Straße gelaufen? Ah, Schlüssel gefunden. Was eine Lusche. Ah ja. Geht's dir gut, ey? Alles klar, verstehe. Hallo? Ja, Gut, ich wünsche euch was, ja? Haut rein. Jo, ciao, danke dir. Der Herr? Hallo? Ich höre Sie nicht. Ja, hallo? Oh, yes. Wir haben Sie leider versehentlich angehalten. Wir haben einen anderen gesucht. Sie können gerne weiterfahren. Aha. Okay. Entschuldigung. Aber demnächst bitte die Straße absperren, wenn Sie das meinen, ja? Ich habe Ihnen gesagt, stellen Sie sich an die Wand. Nein, Sie haben gesagt, kommen Sie auf die Mitte. Wir gehen mal am besten alle von hier weg, sonst liegen wir wie der Herr da. Ciao, ciao. Tschüss, schöne Arbeit noch. Hey! Ja, das ist eine Sperre, Digga. Hey! Nein, bitte lassen Sie mich fahren! Das Teil ist kein Overwatch, ja, das bleibt auf der Straße, du Angel. Natürlich, das war schon immer kein Overwatch. Moment, ich mach Platz. Fährst du ein bisschen vor, machst Platz. Nein, nicht zurück.
Was ist passiert? Alter, der Arme. Der wird wieder überfahren. Digga, er liegt gleich wieder. Wir helfen dir ein bisschen, Kollege. So, viel Spaß. Wir dürfen nicht höher wie bis zum SG, Dorn, gell? Wie meinst du das? Ab SG ist Sheriff Department Gebiet, alles drüber. Wirklich? Ja. Oha. Backflip 65. Ich habe alles geschafft. Wir halten mal den weißen Transporter da vorne an. Machen Sie das vorne. Aber wir bleiben jetzt diesmal ganz ruhig, bitte. Sie bleiben sofort stehen! Und ich schieße auf Ihre Reifen! Sofort rechts anhalten! Aber sofort! Der Weiße wird sofort rechts anhalten! Eine Flucht ist zwecklos! Stopp! Gehen Sie bitte an die Wand! Wir haben gerade schon einen Unfall gehabt mit jemandem. Ja, nicht in die Mitte von der Straße. Genau. Da stehen bleiben, bitte. Aha! Guten Tag! Ah, der ist ja von Kakas. Hallo? Ja. Können Sie mich hören? Ja, hallo. Natürlich bist du nicht über 12. Wie geht's dir erstmal? Gut, und den? Ja. Ich grüße dich, sehr gut. Und zwar ist uns zu Ohren gekommen, dass sie illegale Sachen transportieren. Wir wollten einmal gerne in den Transporter reingucken. Also ich transportiere auf jeden Fall keine illegalen Sachen. Ich kam gerade von der Verbandsfarm, ja. Aha! Können wir denn einmal in den Transporter reingucken? Nein. Oh, das ist schade. Ja. Wie sieht's aus, wenn wir einfach nochmal sie durchsuchen? Können Sie machen, ja. Drehen Sie sich bitte einmal um. Ganz ruhig. Aha. Ein Billardkö, zwei Cola, ein GPS, drei Seile, zwei Snickers. Kann ich einen haben? Ja, können Sie. Danke. Einen können Sie. Aber einen würde ich gerne wieder haben. Natürlich. Ja. 796. Zwei Wasser. Was machen Sie mit dem Billardkö, wenn ich fragen darf? Ich spiele hobbymäßig Billard. Aha. Und ja. Wie ist Ihre Nummer? 796. Natürlich. Dankeschön, ja. Natürlich. Okay. Darf ich mal fragen, was Sie so bei der Medikistenfarm gemacht haben? Ja, ich habe Stoff gesammelt. Ah, und das ist wahrscheinlich dann im Auto hinten drin? Ja, genau. Alles klar. Ich mag harte Arbeit, den Leute. Gut, dann danke für die Kooperation. Sie hätten sich natürlich nicht durchsuchen lassen müssen, aber dass Sie sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, haben Sie sich durchsuchen lassen. Ist das korrekt? Ja, alles gut. Wie war nochmal Ihr Name? Jaden. Und von deinem 12er? Pascha. Und von deinem 11er? Das weiß ich nicht. Nein, Spaß, aber ich muss jetzt hier nicht alles sagen. Hä? Nein, wir kennen doch alle. Ich kenne doch. Ich will nur wissen, ob du wirklich von Kakas bist. Ja, ich bin schon von den Kafkas. Aha, also Pascha ist der 12er, das weiß ich. Ja, Pa-S-O-I-A. Und 11er? Hamudi. Ha-U-M-D. Wie ist dein Name? Jaden. Wie? Jaden. Aha. Kannst du mir noch ein paar Namen von deiner Organisation sagen? Nein, auf keinen Fall, ey. Okay, schade. Gut. Dann ich grüße dein Herz. Fahren Sie weiter. Ja, schönen Tag noch, ne? Danke gleichfalls. Tschüss, Jadon. Jetzt klappert die Tür dahin. Scheiße! Ah, hier ist so. Ich hasse. Einmal bitte stehen bleiben! Okay, der wollte nur verfolgt werden. Der will zeigen, dass er mich abhängen kann. Einmal bitte stehen bleiben. Stehen bleiben, bitte aussteigen aus dem Auto. Aussteigen bitte. Duanga, soll ich durchfunken? Ja. Wir öffnen das Feuer auf die Reifen, wenn sie nicht stehen bleiben. Okay. Schießt auf seinen Reifen. Platten, zweiten, dritten. Einmal aussteigen, bitte. Sie sind eingekesselt. Steigen Sie sofort auf Ihr Auto raus. Duanga, was ist denn hier? Duanga! Was machst du? Ich weiß gar nicht. Er steht da noch. Fahr schnell hoch. Wie komme ich hier hoch? Was machst du, Duanga? Geradeaus. Fahr vor, fahr die Schienen lang. Wie ist? Rechts. Rechts. Geradeaus. Rechts, ja. Geradeaus. Geradeaus. Jetzt rechts. Und jetzt? Hinter uns irgendwo, glaube ich, oben. Da ist er. Da, ja. Ist er geflüchtet? Da vorne, oder? Da vorne rennt einer, geradezu. Ja, geradeaus. Ist runter. Ist runtergesprungen. Bleiben Sie sofort stehen! Ja, genau richtig. So sieht keiner sie. Hab ihn. Ja, Mann, keiner kriegt mich! Ja, Mann! Alles gut, er ist tot. Glückwunsch, mein Bester. Das war ein kompletter Strike. Oh, Entschuldigung. Alles. Oh, Entschuldigung. Ja, okay. Ja, ich habe nur eine Kugel gebraucht dafür. Warum hast du nochmal reingeschossen gerade, Mendes? Bitte? Warum hast du nochmal reingeschossen? Wo reingeschossen? In das Auto, ich habe ihm noch direkt einen One-Tap gegeben. Soll ich wieder Mediziner funken, oder was? Natürlich. Der Herr vom Boden. Kollege, kannst du mich hören? Wer ist jetzt der Maniak, du Opfer? Ja, wo ist er? Was? Aha! Wer bist du? Billiger Batman-Verschnitt. Tja, leider haben wir sie bekommen. Ich bin ein sehr guter Fahrer, oder nicht, Frau Becker? Definitiv, eins plus mit Sternchen. Enzo, ich wollte dich nur mal warm, ja? Deine Frau macht Komplimente bei anderen Männern. Entschuldigung, musst du kurz was abklären? Ja, was ist los? Was passiert hier? Was?
Was ist passiert? Was passiert? Ich weiß nicht, dieser Mann ist, dachte er ist Rambo und kann fliehen, aber... Okay. Ja, richtig. Oh, mich angerufen, aber warum hast du geschossen? Nee, wir brauchen jetzt hier nicht. Einfach damit er nicht flieht. Locke, mach mal dein GPS rein, bitte, danke. Alles gut bei dir. Hey, 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 Kollege, bleiben Sie bitte stehen. Okay, okay, hey, verrückt, geh auf, nicht du. So, einmal bitte festsetzen, Polizei! Sag mal, was hast du für Beschwerden? Ich? Ja. Weiß nicht. Ich definitiv gleich, dass er in den Knast kommt. Nein, bitte. Hey, oh, bin ich. Mann, bin ich scheiße. Funkcheck. Das ist den. Wow! So. Bitte, bitte. Mach nicht. Duanga, geh mal bitte weg. Oder hast du schon? Okay. Stehen bleiben jetzt, es reicht. Was machen sie da? Der hat ein Pistole. Nimm ich ihn jetzt weg, Moment. Eine Pistole, ja. Duanga? Hab sie weggenommen. Heroin? Kokain? Ich hab keine Pistole. Ah, elfmal Sack. Ey, durchsuchen sie mich, das ist korrupt. Hab schon alles weggenommen, alles gut. Duanga, sie geben ihn jetzt auch... Wie bitte? Sie stellen ihn noch... Er hat mir ein Kampfgewehr gegeben. Sie unterstellen ihn, dass er korrupt ist? Bist du leise. Okay, ich habe ihn alles weggenommen. Sie können ihn in den Knast stecken, Mendes. Ich hatte Duanga, keine Waffe. Ich der hatte unterstellt keine Waffe. Ihn, dass sie korrupt sind. Ich hatte keine ja, Waffe. Und das kommt auch nochmal dazu. Ich würde vorschlagen, ey, so fürs erste maximale Hafteinheiten, wegen versuchter Tötung an einen Officer, der hochdekoriert ist. Muss sammeln, okay. Bitte. Machen Sie weniger. Wie viel? 25? Ich lasse mich nicht verarschen. 20, keine mehr, keine weniger. 30? 15, letztes Wort. Okay. Gut. Voll Idiot. Kommt jetzt 15,5 rein. Darf ich fahren? Natürlich nicht. Schade. Frau Baker, können Sie ihn einmal tragen? Mendes, warum sitzt du vorne? Entschuldigen Sie. Was für warum sitzt du vorne? Ich kann gleich laufen zu Pedi. Enzo, hier ist Dunga Kalinga von Funa Onana. Das hörst du mich im Funk? Ich höre dich. Ich wollte nur Bescheid sagen, deine Frau tragt andere Männer. Sie hat gerade getragen. Alles klar. Ja, schon und hat sie nicht. Sie hat gesagt, nein, ich trage niemanden, nur Enzo. Dunga. Ja? Nix. Wo fahren wir? Pidi. Duanga, wo fahren Sie hin? Pidi. Ist auch in die Richtung, ne? Pidi. Pidi. Natürlich, jetzt hier rechts. Da sehen Sie, jetzt sind wir auf die Straße von der Haupt. Jetzt fahren wir ein bisschen geradeaus. Alles gut, keine Angst. Den kurzen Mond. Gott sei Dank fahren wir den Jeep. Ja, ich liebe diese Jeep. Krieg ich den Geschenk, bitte? Sie können. Nein. Ja, das ist der Chief Jeep, der neue. Wen gehört denn der Chief? Wer ist denn der Chief? Das ist ein SWAT-Auto. Ja, aber in weiß ist es mein Papa-Mobil. Ich will dieses Auto haben. Dann bewerben Sie sich für SWAT. Ich bin SWAT. Da musst du mit Enzo reden. Komm mit mir. Oh, mit... Aha. Ich komm mit Enzo. Ihr könnt ein bisschen schneller machen, bitte. Nicht so viel reden. Nein. Wie nein? Wie nein? Du hast gar keine Rechte, du kannst leise sein. Enzo? Nimm dich. Ali hast du schon mitgenommen. Hä? Oh mein Gott. Was ist? Also ich hab jetzt zwei mitgenommen, positiv, ja. 10-4, danke. Duanga! Ja? Was meinst du? Wir müssen reden. Okay. Ja. Karillo ist gefahren. Ja, ich hab das gesehen. Frau Baker, ich muss kurz mit Herrn Maverick reden. Lesen Sie ihn direkt vor, geben Sie ihn 10 Hafteinheiten, okay? Mach ich. Ja, ich denke schon. Ich komme, Herr Maverick. Wie geht's denn? Ein Auto! Okay, ich dachte schon. Kommt jetzt jeder reingerannt, oder was? Ja, ich glaube schon. Kommen Sie mit. Wo gehen wir hin? Nur da vorne, wo in der Ecke, wo wir uns ruhig unterhalten können. Nein, die Ecke, natürlich. Ja, das, was ich mit ihm bespreche, ist doch meistens immer Top Secret, das ist ein Job. Natürlich, richtig, ich weiß. So, und da kann ich keine Mithörer gebrauchen. So, ich muss von Ihnen, ich habe ein, zwei einfache Fragen. Leiten Sie noch die GTF? Natürlich. Perfekt. Haben Sie aktive Leute in der GTF? Ja, 7 oder 8 aktive. Gute Leute? Ja, gute Leute. Okay. Ich habe einen Geheimdienstbericht reinbekommen. Haben Sie schon mal was von dem Kommando Vermelio gehört? Nein. Wir haben noch nicht viel Informationen darüber. Das soll ein Zusammenschluss von Söldnern und ehemaligen Politikern aus Brasilien sein. Können Sie da was für uns ermitteln? Verdammte Scheiße, seid ihr dumm! So, aus dem Auto sofort! Alles gut. Hab den und der andere ist flüchtig. Niemand, da kommt du Angerkalinger von Funa und dann aus das. Du Haufen Müll. Einmal festnehmen. Nehmen Sie den auch fest. Beide jetzt, zwei. Ja! Verdammte Scheiße! Ich bin der Beste von allen. Hab gerade noch kurz jemanden umgelegt, der mich töten wollte. Ja, 03, ich müsste aber mit Duanga alleine reden. Bitte. So, das interessiert mich alles gar nicht. Was haben Sie sich denn gemerkt? Well, you. Kommando Vermelho. Natürlich. Sollen ansässig sein in... Warten Sie, lassen Sie mich gucken. Los Santos? Schon unfähig, ne? Sollen sich hier niedergelassen haben. Mhm. Und was soll ich herausfinden? Alles.
Das ist eine Gruppe ehemaliger Spitzenpolitiker wohl, die wohl irgendwie zu Unrecht inhaftiert worden sind und sich jetzt irgendwie mit irgendwelchen anderen Kriminellen zusammengetan haben. Was, wir wissen nicht, was sie vorhaben. Wir haben keine Möglichkeit, da reinzukommen. Und deshalb dachte ich mir, ist Duanga der richtige Mann, sofern die GTF noch aktiv ist. Natürlich ist sie also komplett, du willst komplett geheim, geheim, geheim? Wenn es geht, wenn es geht. Eventuell hat Lee Christmas seine Finger damit im Spiel, das ist aber noch nicht bestätigt. Ich verstehe. Und ich weiß auch nicht, wie zuverlässig der Bericht ist. Das ist einer der Top-Berichte, und dem ich momentan die größte Aufmerksamkeit schenke, und deshalb will ich unseren besten Mann da dran setzen. Aber ich verstehe nicht, was das für eine Einheit sein soll. Also ist es eine Familie oder was? Das wissen wir noch nicht. Ob das erstmal nur eine Gruppierung ist, eine Familie, Leute, die sich zusammentun. Wir wissen nichts. Und wer weiß was über die? Das FIB hat mir eine kleine dünne Akte hingelegt. Das FIB? Sind die gut, die FIBs? Die sind nicht so gut wie die GTF. Mhm. Sie wollen mir schmeißeln, Maverick. Bitte? Sie wollen mir schmeicheln. Ich möchte nicht schmeicheln. Ich weiß nur, wenn ich was Wichtiges habe, muss ich das an den Besten geben. Den Besten, den wir haben. Ich habe noch überlegt, ob ich Hamza aktivieren soll, aber ich glaube, Sie sind auf jeden Fall der Bessere. Wo ist Hamza aktuell? Das weiß ich nicht. Ist er nicht bei der Polizei? Mein letzten Penta, danke dir. Aber Sie wissen doch, auch Hamza hat Fähigkeiten, die der Staat sich gerne mal zu Nutzen macht. Ja, das stimmt. Du hast recht. Okay. Kommando Vermelho. Sekunde, was steht hier? Die Mitglieder des Kommando Vermelho sind an roten Fahrzeugen, den roten Anzugshosen und den passenden Fedora-Hüten zu erkennen. Gut. Ich weiß nicht, was an dem Bericht dran ist. Es kann sein, dass das ins Leere läuft. Es kann sein, dass was ganz Dickes dabei rauskommt. Achtung. Ja? Was wollen wir mit Mahon machen? Sollen wir den festnehmen? Habt ihr irgendwie einen Plan? Ich weiß nicht. Was hat denn der wieder gemacht? Duonga hat den jetzt eingeschossen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Naja, er wollte den anderen zur Flucht verhelfen. Die sind weggefahren. Das Tor war aber zu. Er ist ausgestiegen, wollte mich umschlagen. Ich habe ihn niedergeschossen. Also definitiv Bösstrafe. Bösstrafe. Okay. Also Kommando Vermelho? Kommando Vermelho. Wie gesagt, ich weiß nicht, was an der Information dran ist und ob sich das bestätigt. Aber wer kann die Information besser besorgen als und die GTF? Rote Anzughosen, rote Autos? Passende Fedora-Hüte, richtig. Gut, okay. Dann haben wir die Sache. Die nächste Sache ist, Sergen Lopez hat heute einen Banküberfall gemacht und drei Polizisten niedergeschossen. Drei? Die 01, Frau Baker und noch jemanden. Mhm. Danke. Ja? Ich habe da einen Gruppenpolizisten, der will nur mit dir sprechen. Ein Gruppenpolizist, der mit mir spricht? Ja, ich glaube, das ist Sosa. So. Okay. Aber wie sieht's aus? Können wir den zur Fahndung ausstellen, den Herr Lopez? Natürlich können wir den zur Fahndung ausschreiben. Ist der nicht zur Fahndung schon ausgeschrieben? Ich lasse ihn dann gleich zur Fahndung ausschreiben. Ja, das ist sehr wichtig. Ich würde, weil er hat sich vor mir entmaskiert. Ja. Und die Geiseln haben bestätigt, dass es Sergen Lopez ist, weil er hat sich auch als Einhorn ausgegeben und so gemacht, so. Gut, ich werde, vielleicht kann sich die GTF drum kümmern oder soll ich das FIB drauf ansetzen? Ja, GTF ist gut, wir werden da vorsichtig angehen. Ich will mit den OGs nicht Streit haben, ich will nur Sergen Lopez. Versuchen Sie doch über Rommel an ihn ranzukommen. Er hat mit Rommel telefoniert, er hat ihm das Geld übergeben, die haben 430.000 Schwarz von der Bank entwendet. 430? Ja, richtig. Wo haben die 430, wo hat die Bank 430.000 Dollar her? Tja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die damit direkt weggekommen, ja. Scheiße, haben die unsere ganzen Staatsgelder beschlagnahmt oder was? Schreiben Sie ihn zur Fahndung aus. Ich schreibe ihn gleich zur Fahndung aus. Richtig, und ich rufe Sie dann an. Wir werden die Sache diskret machen, okay? Wie ist Ihre Nummer? 642. Sekunde. 642, ja. 630. Sie haben den Flugmodus aktiviert. Oh, natürlich. Jetzt nicht mehr. Gut, bei mir ist die Nummer 3x die 31. Hab ich. Okay, gut. Alles klar. Gut. Dann haben wir, denke ich mal, haben wir alles besprochen. Informationen direkt an mich, wenn es geht, ja? Alles klar, Maverick, wir sehen uns. Hey, Arschlöcher, wieso habe ich eigentlich volle Haftstrafe? Wie redest du? Kann einer uns die Tür aufmachen? Ja, ich kann. Natürlich kriegst du volle Hafteinheiten. Warum, Blondie? Tja, du wolltest einen Officer gerade hier in den niederschlagen und du hast jemanden zur Flucht verholfen versucht. Das stimmt gar nicht, ich wurde betäubt mit Mitteln, das stimmt nicht. Du wolltest nicht irgendeinen, du wolltest den Officer niederschlagen. Wer ist den? Guten Tag, ich werde hier gebraucht. Duanga, bitte rette mich. Was für eine Raketen? Warum, was ist los? Hat er auch dabei, ja? Hat er wirklich? So, Duanga, ja. Ich dachte, er will mit uns. Darf ich mal sehen? Ja, dann gebe ich ihn wieder zurück. Alles, okay. Ja. Ey, deine, warte mal, deine den einen kenne ich doch auch, den anderen Trottel. Wie finden Sie solche Idioten wieder? Was macht der Typ jetzt hier? Duanga, die glauben nicht, dass meine Dienstnummer 132 ist. Mahon wollte den da befreien. Ja, richtig. So, Duanga, ich hab dir, glaube ich, jetzt den Raketenwerfer. Ja, ja, alles gut, ich mach das schon. Das würdest du sicher wegpacken. Na toll. Ja, natürlich. Darf ich einmal bitte an den... Natürlich. Was hat er gemacht? Was steht hier gerade so Sache? Er hat aktuell einen Officer von uns niedergeschossen und sich als Lüge. LSPD ausgegeben.
Lüge. Ich war bewusstlos. Wie, Luge? Wie ist dein Name? Big Sosa. Was? Mein Name ist Big Sosa. Hast du keine Zigaretten mehr gegessen? Oder warum ist deine Big Stimme Sosa, so? Du siehst nicht aus, ja doch, ein bisschen aus, du schon, aber du hörst nicht mal ansatzweise an wie Big Sosa. Ja, sag, was du willst. Okay, also. Ich bin heiser, Bruder, ich bin heiser. Wurde dabei gesehen, wie er den Polizisten niedergeschossen hat? Ich hab's gesehen, ich war dabei. Das ist gelogen. Kann man mir jemand hier mal Hund in den Knast stecken? Ja. Nein, nein, warte, hey. Erklären. Warte, kann ich Sozialstunden abarbeiten, bitte? Ja, oder kannst du. Maverick, haben wir einen Müllarbeiterjob? Oder den Hof kehren? Ja, da muss ich das aber umrechnen. 10 Riesen, was hast du, was verdienst du eine Stunde, Maun? 80, Paycheck. Lass mich eben rechnen. Ey, wie viele Sozialstunden sind das? Das rechne ich doch gerade eben aus, warte doch. Ich wollte nur den Hof kehren, ich muss schon das Kali-Anwesen sauber machen und jetzt doch hier die SPD? Natürlich. 125 Stunden. Was? Dann fang schon mal an, Mahone. Hier liegt überall Müll. Ja, eine Stunde wird mit 80 Dollar verrechnet. Also, Sosa, Sosmensch, bist du das? Ja, ich bin's. Okay, warum hast du den Polizeimenschen niedergeschossen? Warum? Das ist gelogen. Nein, glaub sag mir warum. Glaub mir doch, das ist gelogen. Okay. Officer 72 hat alles gesehen und der Rekord nehme ich auch. Ja, okay, ich pack aus, Mann. Und was ist passiert? Einige Zeugen. Weißt du, ich lief so auf entspannt die Straße entlang. Auf einmal kamen die Cops zu mir, die sagen zu mir, ich soll ins Auto reinsteigen oder ob ich mit zum PD will. Ich sag ja. Anschließend, ich war auf einmal in dieser Garage hier drin, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich wollte weggehen und dann wollte er auf einmal meine Dienstnummer oder so haben. Ich habe ihm meine Dienstnummer gegeben, er sagt, die gibt es nicht. Dann bin ich weggelaufen und hab gesagt, er soll mich in Ruhe lassen oder ich schieß. Er hat mich nicht in Ruhe gelassen, ich hab geschossen. Ach so, das ist ein normaler Umgang. Dann würde ich sagen, also so, das mit dem Job, Maverick, so, müsste die DOJ entscheiden, aber jemand, der einen anderen Polizisten niederschießt. Er hat, nehmt doch mal einer den Ausweis. Wenn das Big Sosa ist, der ist jetzt zweimal in zwei Tagen in ganz komische Dinge verwickelt. Ja, der ist auf jeden Fall kein Officer mehr. 100% nicht. Hey, Carillo? Ja, Duanga, was ist los? Ich muss eine Sache erledigen, ja, ich komme sofort wieder. Ja. Oh mein Gott, Digga. Das ist ein geiles Ding. Also, das ist ein Kleidungsladen. Oder, also damit gibt es keine Heli-Fights mehr, das kann ich euch garantieren. Oh, ich feiere dieses Outfit so unnormal, ne? MD, komm. PD hört. Mir wurde gerade ein Streifenwagen von uns direkt vom PD gerade wegschiebt nach erfolgreicher Reanimation. 1040. Nachdem ich hier gerade eine Person behandelt habe vor dem PD nach einem Verkehrsunfall, hat dieser mein Fahrzeug geklaut und ist weggefahren. Haben Sie eine genaue Täterbeschreibung? War das mein Horn? Verpiss dich! Der, wie hieß der? Horn? Ja, der Horn ist auf jeden Fall nackt unterwegs und mit einem Rettungswagen unterwegs. Sowas wie Mahon kann ich mir gut vorstellen. 10-4. Duanga Kellinger von Wohnen an einer SS, hallo? Duanga. Ja. Dein Lieblingsdestin. Ah, hallo. Mahlzeit. 10-4. Wo ist der Jeep? Und noch voll wichtiger, wo bist du? Welcher Jeep? Der SWAT Jeep. Ich hoffe, du fährst den nicht rum. Nein, ich fahr niemals mit diesem Jeep rum. Wo hast du ihn dann hingestellt? Ich stehe gerade hier vor dem PD. Oh nein, wurde der geklaut? Du willst ihn als Eigenwerbung gestellt. Duanga, das ist ein SWAT Jeep. Das ist nicht irgendwie ein Streifenwagen oder so. Der ist schneller als normale Streifenwagen. Du kannst nicht einfach. Wo bist du? Ich bin bei meiner Mutter. Ich esse gerade Fufu. Wo wohnt deine Mutter? Was? Du willst zu meiner Mutter kommen? Ich teile Fufu ich niemals. Zu dir kommen. Okay, ich komme jetzt zu dir. Wo bist du? Kommst. Ich bin in der Petitivgarage. Bis gleich. Bis gleich. Hey Jungs, einmal bitte das Auto tun, ja? Uns von Tally. Guten Tag. Könnt ihr einmal bitte das Auto tun, da? Ja. Ja, dann los, ey. Da ist das Schmuckstück. Okay, was soll gemacht werden? Einmal Dach komplett zu, das Auto und eine andere Farbe, nicht? Und getönte Scheiben. Sirene aus. Klasse. Und volle Hülle. Nee, tiefe, breiter, schneller. So? Das Dach so? Richtig. Okay. Logo wegmachen. Scheiben komplett schwarz. Welche Farbe hättest du gern? Ich würde mir so sagen, grün. Nicht so, nee. Nee, sieht aus wie ein Matchbox-Auto. Ja, so oder heller? Dunkler? Matt, olivgrün. Ist das olivgrün? Moment. Du gehst wegen B.O.B.? Aber dann wissen die ja. Dann fahre ich in Real Life. Geiles Auto. Nee, nicht weiß. Das ist olivgrün. Ja, das will ich haben, die Farbe. Okay, noch ein Wunsch. Einmal komplett voll, volles Paket, nicht? Kollege? Ja? Nennen Sie andere, diese Beifahrer. Ja, bitte. Wie heißt du? Markus. Markus, von wem bist du denn? Wer fragt das denn? Frage.
Wie bitte? Ich frage, von wem bist du? Von Versace. Kenn ich nicht. Ich bin vom Kommando. Guck mal, ich sag jetzt alles höflich und Respekt, Bruder, ne? Nächstes Mal kommst du nicht einfach hier rein und sagst du auch bitte, weißt du, weil wir sind auch, wir geben euch Respekt und wollen wir auch Respekt zurückkriegen, weißt du? Natürlich. Nicht böse gemeint, ja? Kein Problem. Ich danke dir. Ich küsse deinen Arsch. Noch ein Herz. Hast du voll gemacht hier? Ja. Das wär's dann, danke. Okay. Ja, einmal die Rechnung. Natürlich. So. Dankeschön, ich. So ein geiles Auto. Aus dem Weg, aber schnell. Herr Sheriff, sei mal froh. Ich habe heute gute Laune, ehrlich. Ich schwöre es dir. Sei einfach froh. Wieso? Aber wie du redest, mir gefällt mir das nicht, Bruder. Einmal bei dir den Mund zumachen, jo? Ich mach meinen Mund gar nicht zu, wenn du sagst. Hast du verstanden? Willst du ein Problem mit mir? Aber wer bist du, dass du mir Anzeige machst? Ich bin Mr. Finger. Ja, das kannst du dann an Dings reinstecken, Alter, in deinen Mund. Was willst du jetzt machen gegen mich, ey? Ich mach gar nichts, Bruder. Also hör auf diese Rambo zu machen. Hast du verstanden? Aber ich bin Rambo. Markus Rambo. Ja, dann mach deine Rambo, Marco, woanders hin. Nicht hier. Hast du verstanden? Dann machst du nie wieder hier. Du kriegst gleich eine Backpfeife von mir. Ja, dann versuch mal. Versuch, komm. Nur mal abbauen, du Lutscher, du Alter, wa? Du kleiner Lutscher. Was hast du gesagt? Kia. 01 für die 72, komm. Ich bin gerade nochmal. Komm doch ohne Waffe, komm doch. Hey, verpiss dich jetzt, oder Hausverbot. Was ist denn bei dem? Los, Abfahrt. Komm mal weg hier, Idiot. Loser. Hey! Junge, ich zieh mit Panzerfaust also auf ihn einfach, er schlägt mich. Panzerfaust auf ihn jetzt. Scheiße. Alles okay. Guten Tag. Mahlzeit. ich habe ihn. Er ist in der Petitivgarage. Er fährt gerade in meinem beim Problem aus der Rhein. Sie sind jetzt genau wer? Markus Clemens. Gut, Herr Clemens. Warum fahren Sie meinen PD-Wagen? Ich dachte, ich stibitze mir das mal einfach, nicht? Also, würden Sie es schön, wenn ich einfach Ihren Privatfahrzeug nehmen würde? Ich würde dich sowas von umschießen, das sag ich dir. Ja, das würde ja auch gerade fast wieder fahren. Oh. Ja. Und wenn wir so machen, du fährst das Auto und ich bin Chauffeur und du bist mein Chauffeur? Du kannst dich gleich selber ins PD zurückchauffieren, wenn du Bock hast. Aber anders chauffieren wir gar nichts. Dann fahr du wenigstens, na komm. Aber er hat mich gefickt. Achso, dann. Er hat gerade F gedrückt und sagt, er hat mich gedingst. Er hat das währenddessen gemerkt. Er hat es währenddessen gemerkt. Ich kann einfach nicht mehr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein, Chat. Es ist Duanga Kalinga Fufuna und eine Aussess, hallo? Ja, Baker hier. Hallo, Baker. Ja, wo ist denn, du hast ein Auto geklaut. Ich? Nein. Ja, das ist von Carillo, das SWAT-Fahrzeug. Nein, hab ich nicht. Der weiße Jeep? Nein, keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin bei meiner Mutter, ich esse gerade 15 Uhr. Wo ist denn deine Mutter? Komm mir vorbei, erst mit. Ich wollte dir gerade Schuss sagen, ich komme zu euch. Okay. Seid ihr im PD? Ich rede gerne mit mir allein. Einmal bitte stehen bleiben. Nichts ranfahren, nichts Wildes. Einmal bitte vom Auto entfernen. Vom Auto entfernen. Tut mir leid. Oha! Nein! Duanga, aber bitte das Fahrzeug anhalten. Bin nicht Duanga. Ich bin maskiert. Digga, scheiße. Bleibst du stehen? Ich bin am Arsch. Aber bitte stehen bleiben, du hast viel Platz. Es tut mir leid! Ich wollte das nicht! Ich wollte das wirklich nicht! Ihr habt mich gezwungen! Bitte, es tut mir leid, ich will nicht gekündigt werden! Es tut mir leid! Aber ich bin maskiert, ihr wisst nicht, wer ich bin! So, ich wollte nur Bescheid sagen, ich gehe schlafen, ja? War ein bisschen langweilig heute. Machen Sie das, Duanga. Verpiss dich und komm nie wieder! Du machst nur Probleme! Ich hab nichts gemacht. Für nichts ist das ein bisschen viel, oder? Wie bitte? Für nichts ist das ein bisschen viel gewesen, oder? Für dich? Nein, dafür, dass sie sagen, dass sie nichts gemacht haben. Ja, toll. Kann es sein, Duanga, dass sie vorhin beim Türen unten waren? Nein, ich war da noch nie. Sie waren da unten noch nie, weil es kam nämlich gerade jemand vom Türen zu mir hoch und meinte, dass sie, glaube ich, dort unten waren und meinten, dass sie auch relativ unverschämt den Türen gegenüber gewesen sind. Nein, ich war heute nicht ein einziges Mal bei den Türen. Kein einziges Mal. Wenn wir den nachgehen, ich werde nochmal auf Sie kommen, ja? Er soll meine Beschreibung abgeben von den Menschen. Ja, er ist nicht mehr hier, der ist gegangen, der war selber ziemlich abgefuckt. Ah. Also naja, die können ja vielleicht ein Gesicht gesehen haben, oder war der vielleicht voll maskiert? Nein, Beschreibung war blonde Haare, dunkle Haare. Was? Blonde Haare, dunkle
Blonde Haare, dunkler Teint. Was ist ein Teint? Hautfarbe. Geh jetzt, Duanga, geh schlafen! Ich bin doch schon schlafen, ich lieg doch schon. Galin, Kartell, es ist Mr. Bitcoin. Lauf schnell, wenn er hinter dir her ist, hast du keine Chance. Du hast so.